sehen, wir sind jetzt in Osaka. Stunden sind vergangen und wir sind jetzt endlich in unserem Airbnb angekommen. Eine kleine Tour wieder. Man klein kommt erstmal hier. Küche, wieder Minibad. Hier hat sich Miet schon bequem gemacht. Das ist ein bisschen mehr Platz, weil hier diesmal kein Tisch ist wie sonst. Das Bett, ein Minispiegel und ein Mini-Balkon. Das war es auch schon mit unserem Tag 1 in Osaka. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg zurück. Es war wunderschön. Also jeder, der mal in Osaka ist, wenn es auch nur für einen Tag ist, den empfehle ich, abends einmal zum Osaka Castle zu gehen und sich diese Skyline anzutun. Das ist super, super schön. Jedenfalls machen wir uns jetzt auf den Weg zu unserer Unterkunft und stehen morgen wieder früh auf, um dann uns Kyoto einmal richtig zu geben. Ne, Miet? Also, bye bye! Da wären wir beim Inari-Schrein. Man muss sagen, es ist rappelvoll hier. Let's go! Oh, da sind wir wieder. Und das noch mit Ramune Soft Eis. Voll geil. Jedenfalls, ja, wir haben jetzt die Hälfte des Inari-Bergs geschafft. Aber wir machen jetzt eine kurze Zwischenpause. Und ja, ziehen dann gleich weiter nach oben und melden uns dann wieder. So, die letzten paar Meter noch. Wie geht's dir? Okay. Also muss ich sie runtertragen. Runter zum Eis. Na gut. Jetzt gesagt. Bergspitze. Das Einzige, was noch höher ist als wir, sind die Bäume. Und wieder auf dem Weg nach unten. Marktplatz, jetzt wird sich belohnt für die harte Arbeit. Gerade bereits so einen richtig coolen Onigiri gegönnt. Und zwar Reis ummantelt von Bacon und obendrauf kommt noch Sesam und Käse und so. Alter, flambiert, oh Wahnsinn. Unfassbar lecker. Oh mein Gott. Oh, this place is making me so happy. Oh mein Gott, es riecht hier alles so wahnsinnig. Ich sterbe. Vorsicht, ich piekst dich nicht, ja? Und wie ist? Willst du doch mehr als einen? Willst du mehr als zwei? Willst du mehr als, willst du ein eigenes? Nein, ist okay.
Wie ist okay? Na, wie findest du es? Geil. Auf jeden Fall, wir essen das jetzt noch auf, dann laufen wir hier den Restweg zu Ende und dann machen wir uns auf den Weg zum Monkey Park. Okay, noch mehr Etappen. Ein 20-minütiger Weg nochmal ist erforderlich, um endlich wirklich beim Park anzukommen. Aber davor muss man schon Ticket bezahlen. Aber die haben den gesamten Platz für sich beansprucht. Eintritt ist voll günstig, geht voll klar. Und wir sind oben. 2 Meter Abstand hieß es immer. Monkey, stay away. Wo waren sie? Oh mein Gott. Okay, die Aussicht ist es wert. Hast du es gerade gesehen? Okay, na gut, genug gespielt. Ich glaub, Zeit aufzubrechen. Guck mal, jetzt hat sie Essen bekommen. Die Älteste. Süß. Doch, Älteste. 36 Jahre alt. Die werden im Durchschnitt 30. Ja, also wir haben eben eine Unterhaltung halt gehört, dass sie die Älteste ist. 36 Jahre alt und sie ist halt aber in den Rankings relativ weit unten und kriegt deswegen immer nichts zu essen ab. Verdammt. Deswegen kriegt sie immer von dem Stuff. So, worum geht's als nächstes, Babe? Bamboo Grove. Wir konnten der Werbung für bengalische Katzen nicht widerstehen. So, gerade bei den Katzen gespielt. Jetzt ist auch für mich ein erstes Mal. Und zwar mal in eurem Café. Ich bei dir. Ist interessant. So, Zeit, dass wir den Weg des Bamboo auch wirklich betreten. Eine halbe Stunde lang dauert der gesamte Weg angeblich. Also hin und zurück eine Stunde. Let's go. So, und der Tag neigt sich schon langsam dem Ende. Anyway, es geht jetzt erstmal auch zurück nach Osaka. Mhm. Genau, und sobald wir wieder in Osaka sind, genau, Abendessen, Wäsche waschen. Wäsche waschen, ganz wichtig. Ich bin durchgeschwitzt. So. Abduschen. Socken waschen. Die Free Tag 3 angucken. Und chill. Spaß. Chill. Alles klar. Das war's von uns für heute. Tschüdelu.